Yo Leute, was geht ab? Mucke am Start. Es ist Vlog-Time, es ist geiles Wetter, wie ihr seht. Es scheint nicht mehr die Sonne, ich wäre fast hingefallen. Mila ist auch mit am Stüsseln. Mila, komm. Die chillt ein bisschen. Mal gucken, ich kann die da hinten beobachten. Komm mit, du dummer Hund. Hey, nicht essen. Immer diese Hunde. Essen zu Hause nicht, aber draußen essen die alles, was sie finden, weißt du? Ja, Leute, es ist Vlog-Time. Vlog ist immer was Schönes, immer im guten Wetter. Sonne, 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 die nicht vorhanden ist. Aber es ist trotzdem übertrieben warm. Ich ziehe es inzwischen so gut wie komplett durch. Fast jeden Tag ein Video bisher geschafft. Gestern habe ich es nicht geschafft. Das war nach einem kleinen Saufstream, nach diesem Special-Event, was wir in Arc gemacht haben. War mega geil, Mann. Das war mega geil. Das Event hat Bock gemacht. Ich nehme mal eben Mila. Komm, Mila, gehen wir. Das Special Event war mega geil. Wir haben so viele 1 gegen 1 gemacht. Der Raffa, der Boy, Compound Baumeister, hat mich besiegt. ich war leicht angetrunken. Deswegen dann doch lieber Sonntag ausgenüchtert. Kam kein Video, wollte ich machen. Nicht mehr geschafft. Naja, wenn mein Video nicht kommt, nicht böse sein. Kommt am nächsten Tag dafür wieder eins. Ja, ich hoffe, das ist nicht zu windig. Und ich möchte mich bei euch allen nochmal bedanken. Ich habe jetzt auf diversen Seiten Posts gemacht, also Facebook, Twitter, YouTube und auch natürlich im Stream. Habe das Ganze angekündigt mit dem Vollzeitstream etc. Und die Kommentare von euch, das Feedback, also das war einfach nur gewaltig. So, ne? Ich habe es, glaube ich, schon mal in einem Video erwähnt nebenbei. Ich glaube, in einem Day-by-Daylight-Video. Aber es ist einfach brutal. Also das hat mich... Ey, ohne Spaß, wir haben die geilste Community, die wir haben können. So, ne? Und davon mal abgesehen, habe ich das auch schon mal in einem Video erwähnt, so viele Leute haben sich wieder Arma 2 gewünscht. Ich habe eben kurz, bevor ich den Vlog hier gemacht habe, keine Ahnung, das war vor 20 Minuten, kurz nach dem Joggen, habe ich einen Post gemacht auf Facebook, habe gefragt, yo Leute, was geht ab? Habt ihr mal so einen kleinen Themenwunsch, ne? Was soll ich ansprechen im Vlog? Und ob ihr es glaubt oder nicht, es war genauso wie in den Feedback-Kommentaren. Ich würde mich mal hier hinsetzen, ein bisschen entspannen. Ich hoffe, hier ist das auch nicht so windig. So, das war genauso wie in den Kommentaren. Hat sofort einer geschrieben, ja, hey Mucka, ich finde es cool, dass du wieder YouTube machst und sowas alles. Also anscheinend YouTube-Zuschauer. Hat gesagt, yo, wie wär's mal, wenn du das Thema vorschlägst, was du auch schon damals mal erwähnt hattest, eigener Arma 2 Server, DayZ Server. Und ich habe angekündigt, ich will auf jeden Fall wieder DayZ ein bisschen bringen, oder zumindest für mich spielen. Ich will es versuchen, ob da jetzt Videos kommen, kann ich nicht sagen. Ihr wisst selber, DayZ, ich mache kein Video, wo ich 10 Minuten lang durch den Wald laufe. Dafür gibt es andere Let's Player. Komm, waren gerade ein paar Autos, muss ich ein bisschen wegbringen. Aber jetzt mal ernsthaft, Leute. Ich will keine Videos bringen, die so 0815 sind. Ich will Videos bringen, die ich mir selber angucken würde, wo ein bisschen Action drin ist. Ja, also was zusammengeschnitten ist. Das wird schwer, Leute, wieder in DayZ Action zu finden. Deswegen habe ich eine Frage an euch. Schreibt mal bitte in die Kommentare, wer von euch DayZ zockt, auf welchem Server ihr zockt. Da könnt ihr auch von mir aus IP oder Namen nennen. Und wieso ihr auf dem Server zockt. Ist der voll? Hat der geile Events? Ist das ein Epoch-Server, ein Origin-Server? Ist das ein Vanilla-Server, ein Normal-Server vielleicht, sowas? Ich brauche wieder geile Server, ja? Ihr müsst vorstellen, ich fange bei Arma 2 an, wie bei 0. Ich kenne keinen Server, ich habe ein Jahr nicht gespielt. Ein halbes Jahr lang habe ich bestimmt nicht mehr gespielt. Schlag mir was vor. Und dann zu seiner Idee. Ich weiß, ich habe es damals schon mal versucht. Ich habe versucht, einen eigenen Arc-Server. Arc-Server hatten wir ja gemacht, hat alles geklappt. Aber ich habe versucht, einen eigenen Arma 2-Server zu machen. Damals hatte ich so ein paar Admins, die gesagt haben, ja, auf uns kannst du dich verlassen. Kannte ich auch so ein bisschen schon länger. Kannte ich da ein paar Jahre. Dann ging es zum Projekt los und auf einmal ein Admin ist weg ins Ausland. Der andere Admin hatte keinen Bock mehr. So, weißt du? Und dann stand ich da, habe es angekündigt, habe es aber nicht durchgezogen, so, ne? Weil ich keinen Bock hatte, auch alleine alles zu machen. Ne? Deswegen, Leute, hätten wir, oder wer wäre denn alles an einem Community-Server interessiert, wo er regelmäßig drauf zocken würde, Arma 2? Wenn ja, auch welcher Mod? Also DayZ Epoch oder sowas.
Origins. Ja, welche Einstellung, ich weiß gar nicht, was kann man noch alles ändern? Regeln werden halt wichtig, so, weil was ich auf jeden Fall nicht haben möchte, ist Sniper, also diese Türme in die Höhe bauen, absolut nicht. Ich will irgendwas spielen, was mir an DayZ mal Spaß gemacht hat, vor allem, ich würde sagen, Origins, glaube ich. Dieses Looten, ja, überall immer wach zu sein, weil du überall Leute begegnest. Ich meine, sind wir ehrlich, spiele ich jetzt DayZ oder so, wo findest du Leute bei deren Basen, sonst nirgendwo. Mission vielleicht, stinkt langweilige Mission, diese Epoch-Mission, so Bullshit. Läufst einer mit einer Pistole hin, tötest du alles. Komm, wir gehen wieder zurück. Naja. Was willst du sagen? Wäre cool. Wäre cool, wenn wir da ein paar Vorschläge bekommen, vielleicht auch ein paar Regelvorschläge. Ich werde mir das Ganze anhören, wenn genug Leute Interesse haben, dass sie so einen Server voll bekommen. Also für mich ist es immer wichtig, dass der Server voll wird. Wenn wir dann so mit, keine Ahnung, 10, 20 Mann oder so da sind, dann bringt mir das auch nichts. Kleinen Moment. Ich werde dann die ganzen Kommentarvorschläge sammeln, oder was heißt Kommentarvorschläge? Ich werde die ganzen Vorschläge sammeln. Wenn genug Leute Interesse haben, würde ich überlegen, den Server aufzumachen. Ich habe meinen PG-Server, meine Leute, die gönnen mir bestimmt einen extrem vaganten, geilen Luxus-Server, wo wir Lakefly zocken können, aber ich brauche dann die Regelvorschläge, so zum Beispiel irgendwie, dass man das mit dem Campen verhindern kann oder so, dass man sagen kann, keine Türme, die, okay, das wäre zum Beispiel eine Regel, wenn wir Epoch spielen, würde ich sagen, man darf maximal 2-3 Wände hochbauen, nicht Alter, bis, nicht 9-11 nachbauen oder so ein Shit, weißt du? Deswegen, wir machen ein paar Vorschläge, sag mir Bescheid, wer dabei wäre. Wir haben genug Leute. Habt ihr Kollegen? Wärt ihr alleine da? Würdet ihr mit einem Clan vielleicht vorbeikommen? Dass ihr gleich so nicht alleine, sondern mit 10 Mann seid oder so. Geile Fights wäre natürlich. Müsste man eine Stream-Sniper-Regel. Ich würde natürlich dann streamen auf dem Server. Naja. Wäre halt dann so ein bisschen nebenbei, dass man das vielleicht mit Ark zusammenbringen könnte. Ich würde mich freuen, Leute. Haut rein. Dankeschön für euer Feedback, Mann. Peace out. Ich wünsche euch einen schönen, sonnigen Tag und die Woche.